Ein Bruder, ein Asket, aß kein Brot und er besuchte einen großen Alten. Es waren aber zufällig Fremde dort und der Alte machte ihretwegen ein wenig Gekochtes. Und wie sie sich hinsetzen zu essen, legte der Asket nur eingeweichte Kichererbschen vor sich und aß. Und wie sie vom Essen aufstanden, nahm ihn der Alte beiseite und sagte ihm: Wenn du jemanden besuchst, mach deine Lebensweise nicht offenbar. Wenn du deine Lebensweise einhalten willst, setz dich in dein Kellion und geh niemals hinaus. Belehrt durch das Wort des Alten wurde er gesellig beim Besuch der Brüder. Liebe Schwestern und Brüder, diese kleine Begebenheit der Väter, die etwas zum Schmunzeln einlädt, macht das, was Jesus heute traktiert im Evangelium, deutlich. Oder ich sage mal so, es macht die Probleme, die mit diesem Stichwort der Heuchelei, das heute angesprochen wird, die Probleme, die man damit hat, überdeutlich. Denn es ist so leicht, als religiöser Mensch in Heuchelei zu verfallen. Und es ist ebenso leicht und billig, sich über diese Heuchelei aufzuregen. Das kann jeder. Die Texte laden uns ein, einmal genau zu schauen, wie das passieren kann. Wenn wir diesen Bruder hier anschauen, in der Asketis, in der Wüste, kann man ihm wirklich vorwerfen, dass er ein Asket ist? Er isst kein Brot. Nur so ein bisschen gekochtes Kichererbsenzeug. Das ist doch eine Leistung. Das ist doch etwas. Er will damit etwas ausdrücken. Ist das zu verurteilen? Natürlich, es findet sich immer ein Doofer, der sich darüber lustig macht. Aber geht es darum, in dem, was wir gehört haben? Nein, darum geht es nicht. Erst als der Zug des Demonstrativen hineinkommt, dass er sozusagen in der Runde zeigen will, esst ihr nur Gekochtes, ich gönne es euch sogar, er sagt kein böses Wort, er wirft den anderen nicht vor, dass sie Weicheier sind, weil sie irgendwas Gekochtes da essen, weil sie sich treffen, das macht er nicht, er ist gar nicht böse. Aber er bleibt einfach bei seinen Vorsätzen. Das genügt schon, dass ihn ein erfahrener Altvater ermahnt und sagt, wenn du das leben willst, nur bei deinen Vorsätzen, dann lebe das weiterhin im Verborgenen, dann darfst du nie rausgehen. Aber wenn du anderen Menschen begegnest, dann musst du eine gewisse Beweglichkeit haben. Und er hat es verstanden. Er wurde dann im Umgang mit den anderen gesellig. Wir sind heute, wenn wir mit der dicken Keule auf Heuchelei draufhauen, und die gibt es aller Orten, man kann sie bei jedem beobachten, jeder religiöse Mensch, noch einmal, ist auch ein Heuchler. Ich müsste sofort meine priesterlichen Gewänder hier ausziehen, die Schwestern ihren Schleier runterreißen und jeder andere das Taufkleid zurückgeben. Jeder von uns hat so etwas, nämlich dieses Hin und Her, das Gute zu wollen und es auch zu tun, es braucht einen Ausdruck. Auch die Askese braucht ihren Ausdruck. Sollen wir etwa in unserer Gesellschaft auf das Fasten verzichten, weil es niemand mehr macht? Sollen Ordensleute darauf verzichten, in der Öffentlichkeit oder Priester erkennbar zu sein, weil das niemand mehr versteht? Ist das gemeint? Natürlich, wenn man erkennbar ist, ist man besonders anfällig für Heuchelei. Aber jeder, der sich erkennbar macht, muss doch wissen, dass er auf der einen Seite auch, wie Jesaja heute sagt, zum Volk von Sodom und Gomorra gehört, aufsässig ist, nicht hört, furchtbar sündig, leider Gottes. Aber der Punkt ist, ob ich dieses Bewusstsein tief in meinem Herzen erfahre, ob ich das wegwische, sage, nein, das darf überhaupt nicht erschüttert werden, die Außenseite, die Fassade darf nicht, die Fassade muss stimmen. In wie vielen Familien oder auch Gemeinschaften entsteht ein ungeheures Unglück, weil die Fassade stimmen muss.